die etwas andere Konfirmandenvorstellung. Alles ist anders. Auch für unsere diesjährigen Konfirmanden war es kein normales Jahr. Aber wir haben auch entdeckt, wie viel Spaß neue Ideen machen. Und jetzt laden wir Sie zu einer kleinen Kirchenführung ein. Hallo und herzlich willkommen. Durch diese Tür treten Sie ein in unsere kleine Kirche hier auf dem Herrnhag. Sie wurde am 6. Dezember 1835 eingeweiht, bevor eine ältere Kirche zuvor 1809 durch einen Blitzschlag abgebrannt wurde. Sie steht auf dem Fundament einer bereits im 13. Jahrhundert eingeweihten ursprünglichen kleinen Klosterkirche. Aber sehen Sie selbst, was Sie hier erwartet. Hallo, nehmen Sie doch mal auf dieser Kirchenbank Platz, wer hier nicht schon alles gesessen hat. Wenn die Bank uns das erzählen könnte, würden wir sehr viel erfahren. Zu welchen Anlässen oder mit welchen Gefühlen, freudig oder traurig, neugierig oder andächtig, probieren Sie selber doch mal aus. Der Altar ist der Mittelpunkt der Kirche. Er steht meistens im vorderen Teil der Kirche, sodass sich alle Blicke auf ihn richten. Außerdem liegt in evangelischen Kirchen meistens eine aufgeschlagene Bibel auf dem Altar. Dazu kommen in den meisten Fällen Kerzen, Blumenschmuck und Paramente in liturgischen Farben. Im Gottesdienst werden die wichtigen Gebete und Segnungen am Altar gesprochen. Am Altar wird auch das Abendmahl vorbereitet und gefeiert. Das Kreuz ist das Symbol unseres christlichen Glaubens. Es erinnert uns an die Kreuzigung von Jesus, der durch seinen Tod alle Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Es erinnert uns aber auch an seine Auferstehung, besonders das leere Kreuz. Der horizontale Balken symbolisiert die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, der Querbalken die Beziehung zwischen den Menschen. Hier auf dem Altar steht seit vielen Jahren dieser Engel. Er trägt ein Licht und das brennt wie die Osterkerze bei uns in jedem Gottesdienst. Engel sind himmlische Boten, die uns beschützen und begleiten. Die Bibel ist ein Buch, dem wir große Wertschätzung und einen besonderen Platz in unserer Kirche gewähren. Sie erinnert uns daran, dass wir aus dem Wort Gottes leben und glauben. In der Bibel finden wir viele gute Wörter für unser Leben. Die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel, aber auch alles, was wir über das Leben und Wirken von Jesus und den ersten Christen wissen müssen. Bibelverse und Geschichten begleiten uns durchs Leben. Unsere Orgel wurde vom berühmten Orgelbauer August Wilhelm Ratzmann im Jahre 1846 gebaut. Sie besitzt noch einen mechanischen Blasebalg, den wir bei der Renovierung wieder aufgebaut haben. Orgelmusik begleitet uns im Gottesdienst und bei allen anderen kirchlichen Feiern. Die Musik und das Singen sind ein wichtiger Teil unserer Gottesdienste. Der gute Hirte. Wir alle kennen den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Eine der bekanntesten und beliebtesten Bibeltexte überhaupt. Gott sorgt für uns wie ein guter Hirte. Und bei ihm sind wir in guten wie in schweren Zeiten des Lebens immer gut aufgehalten. Hier an diesem Taufbecken werden alle getauft, die um Gottes Segen für ihr Leben bitten. Ich selbst wurde auch hier getauft. In der Taufe sagt Gott, du gehörst zu mir und zugleich werden alle die getauft sind, damit in die große Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Die Taufe ist für Babys und Kinder, aber auch für Erwachsene möglich. Eltern und Paten sind Zeugen der Taufe und versprechen, für eine christliche Erziehung des Kindes zu sorgen. Ich stehe auf unserer Kanzel. Von hier aus wird die Predigt im Gottesdienst gehalten. Als es früher noch keine Mikrofone gab, war so ein erhöhter Platz sehr wichtig, damit jeder in der Kirche gut alles hören konnte. Außerdem kann die Pfarrerin von der Kanzel aus jedem einzelnen Platz in der Kirche gut gehört werden. Morgen entzünden wir eine neue, große Osterkerze. Sie erinnert uns an das Licht, das durch die Auferstehung von Jesus in unser Leben gekommen ist. Jesus selbst sagt,
ich bin das Licht der Welt. Die Osterkerze brennt in jedem Gottesdienst und auch die Taufkerzen werden an ihr entzündet. Das Tuch, was auf dem Altar liegt, nennt man Pergament. Weiß, für alle Feste und Feiern, die mit Christus zu tun haben. Weihnachten und Ostern. Grün, für die restlichen Zeiten im Kirchenjahr. Schwarz, bei Beerdigung und Trauerfeiern. Violett, für die Zeiten vor den großen Festen. Passionszeit und Adventszeit. Und für den Buß- und Bettag. Rot, für alle Feste und Feiern, die mit der Kirche und dem Heiligen Geist zu tun haben. Pfingsten, Konfirmation und Reformationsfest. Über unserer Kirchentür hängt eine holzerne Lutherrose. Als evangelische Christen beziehen wir uns auf den Reformator Martin Luther, der sozusagen die evangelische Kirche gegründet hat. Die Lutherrose besteht aus einem roten Herz, dem ein schwarzes Kreuz abgebildet ist. Das Kreuz soll an das Leben und Sterben Jesus Christus erinnern, denn er ist der Mittelpunkt des Glaubens. Die weiße Farbe der Rose steht für die Engel und guten Geister, die die Menschen ihr Leben lang begleiten. Holen sich die Besucher des Friedhofes sich Wasser für die Blumen auf den Gräbern. Er wird durch Regenwasser versorgt und durch eine Handpumpe bedient. Wasser bedeutet Leben, nicht nur für die Pflanzen, sondern auch für uns. Es ist wertvoll und vor allen Dingen nicht selbstverständlich. Der Friedhof Hernach ist ein ganz besonderer Ort, nicht nur weil er von der evangelischen Kirchengemeinde geleitet wird. Er liegt hier zwischen den Dörfern Diebach, Lorbach und Vonhausen, auf einem Hügel mit wunderbarem Blick über die Felder und auf die Ronneburg. Viele ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass er so schön gepflegt und erhalten wird. Unsere Glocken läuten und rufen uns zum Gottesdienst oder zum Gebet. Sonntags immer eine Stunde und eine halbe Stunde, bevor der Gottesdienst beginnt. An den Werktagen läuten sie zu Mittag um 12 Uhr oder zum Feierabend um 17 Uhr. Wenn es windstill ist, können wir sie in den Dörfern hören. Sie zählen außerdem zu den frühesten Erfindungen der Menschheit und gelten als das größte Freiluftinstrument. Passionszeit und Adventszeit und für den Buß- und Bettag.